Hi gute Wie und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, und ich bin der Genjay und wir spielen Lego Star Wars, die komplette Skywalker-Saga weiter. Geiles Spiel und gleich geht's los. Willkommen zurück nach meinem kleinen, aber feinen Intro. Ihr wisst ja langsam Bescheid. Und wir sind mit Onkel Yoda unterwegs. Und ich nix mehr wissen, was letztes Mal passiert ist, weil ich zwischendrin ganz viele andere Sachen gespielt habe und aufgenommen habe vor allen Dingen. Und ja, stell den Imperator zur Rede. Okay, das werden wir jetzt tun, denn wir sind ja jetzt in Episode 3, die Rache der Sith. Eins der... Fast der beste Film von allen. Also die Theatralik, die es da am Ende gibt. Da bin ich immer gespannt, wie das hier sein wird. Ob da Theatralik aufkommt. Aber es ist ja ein Kinderspiel. Da soll es halt mehr nach Spaß gehen. Und die Rahmenhandlung ist ein bisschen im Hintergrund. Wir spielen ja schon ordentlich nach. Aber hier und da fehlt dann doch mal was. Ich muss mal kurz husten, nicht erschrecken. Verzeihung. Okay, was müssen wir jetzt hier Feines machen? Während Yoda mit seinem Gehstock spielt. Also, wir müssen erstmal reden. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Die Jagd auf die Sumpfschwänge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz. Obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Oh. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Hier sind doch Yoda, was laberst du da rum, Yucastanu? Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. Von einer Bö? So lautet die Geschichte. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut hören möchtet. Nein, bitte nicht nochmal, nein. Ja, aber wir haben doch hier was büstenmäßig schon gemacht letztens mal, oder? Müssen wir das jetzt nochmal machen? Nee, oder? Haben wir doch schon gemacht. Wo haben wir denn die Leute? Also hier haben wir, also das, ja.
müssen wir erstmal wegheben. So, den. Jetzt nehmen wir den hier und setzen den da drauf. Wen haben wir hier noch? Hier haben wir den Qui-Gon. Da können wir den Qui-Gon direkt da drüben drauf setzen. Wie schön. So, wen haben wir hier noch? Da haben wir den Obi-Wan. Und das müsste Count Dooku gewesen sein. Den Namen kann ich ja nicht mehr hören, ey. Wie oft wir gegen den gekämpft haben. So, dann machen wir hier den Obi weg. Und machen den Mace. Nee, das ist nicht der Mace. Doch, das ist. Das ist Mace Windu, oder? Nee, komisch sieht er aus. Gut, dann haben wir hier. Das sieht aus wie Count Dooku. Wo haben wir den? Wo ist der? Das ist der Qui-Gon. Der sieht aber ein bisschen anders aus hier auf dem Bild, oder? Nee, da. Boah, wie irritierend. Hinten auf dem Bild sieht er anders aus. Guck mal, was der da für eine Frisur hat. Es ist schon, also. Und da haben wir die Yoda. Das müsste stimmen. Hier müssen wir jetzt den Obi hinsetzen. Wo haben wir den geparkt? Da haben wir den geparkt. Nehmen wir den mal an. Und Kamera, nervt mich nicht. Und jetzt setzen wir ihn hier ab. Und war das jetzt umsonst oder was? Nee, die sprechen wir nicht an. Und was ist mit der da? Hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten in einer bestimmten Reihenfolge anordnet, würde etwas in diesem Raum entsperrt. Anscheinend ist die Reihenfolge mit einer alten Prüfung verbunden, an der die Meister teilgenommen haben. Vielleicht erinnert sich die Archivarin. Also da oben ist Licht an, grünes Licht an. Da ist nix. Da ist grünes Licht an und da und da. Da ist ein Sch... ist irgendwas. Was wir nicht benutzen können. Und hier? Und was haben wir hier? Auch nix. Und da ist ein Hebel. Wo wir nicht verwenden können. Was ist da drinnen los? Können wir hier mit irgendeinem Druiden rein? Aber wir haben hier gar keinen, gell? Wir sprechen mal mit der Tussi noch mal kurz. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Dooku, aber... Oh, nein, nein, nein. Ich dachte, die hilft uns mit irgendwas. Sorry, Leute. Meine Fresse. Ich dachte, da öffnet sich jetzt irgendwas. Gucken wir mal das Möbeljahr kaputt. Bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas, weil wir jetzt alles da aktiviert haben. Oder müssen wir hier noch irgendwas machen? Ja, Meister Yoda. Deine Frieden. Oh, müssen wir das jetzt alles lesen, oder was? Oh, wenn da nichts Gutes bei rauskommt, ist mal hier die Hölle los, ey. Schwingfänger war, heißt das nicht, dass er selbst... Oh, wie die Labe, du. Wie sollten wir das wissen? Ja. Jetzt zu dem noch. Seid auch ruhig. Ach, ja, ja, ja. Kenobi. Ein gut aussehender junger Mann. Er war jedoch ein gut aussehender junger Mann, ist mir doch egal. Beim Fangen von Sumpfschwingen hat die Macht ihm nicht gerade gelassen. Die Labe da rum, die alte, du. Schrecklich einsam in diesem. Ja, ist jetzt gut. Das ist natürlich. Ei Mundi, jawohl. Da haben wir schon. Und jetzt? Und jetzt aktiviert sich nichts oder was? Lauf, Yoda, lauf! Bisschen aus wie ein Pferd, oder? Älteres Pony.
Ihr könnt auch mal eine Sache machen. Ach, da haben wir Menschen angegriffen. Guck mal. Ja, erst waren es unsere Freunde. Und durch das Aktivieren der Order 66 sind die Klontruppen nun unsere Feinde. Jawohl, haben wir alle gekriegt. Und da ist eine Halterung. Aber wir haben ihn. Einfach in den Tod gestürzt. Ja, warum nicht? Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder zu diesem. Ich kann euch überall hinbringen. Du bist der Beste. Wohin soll's gehen? Natürlich zum Senatsgebäude auf Coruscant. Ja. Reise. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Hoffentlich auch. Jawohl. So, lasst uns mal da hinstürmen. Ah, da kommen wieder unsere Freunde. Unsere Feinde. Ehemalige Freunde. Ja, man wird ganz, ganz durcheinander, gell? Wenn man das nicht genau verfolgt. Ah, da schießt noch was auf uns. Ups. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Oh, du böser, böser Junge, du. Was ist denn das? Ach, den müssen wir anziehen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh, und wo ist der Rest? Verstehe ich jetzt nicht. Die Mission ist doch nur, stelle den Imperator. Kann man doch irgendwo Klamotten kriegen? Das ist schön, schön gestaltet, aber jetzt gerade den Sinn nicht so da drin. Also wir haben jetzt Hosen. Und das war's dann, oder was? Traurig. Traurig. Gut, dann gehen wir halt da rein. Showdown im Senat. Logisch. Denn der Ton so leise von der Sprache. Irgendwas habe ich aus Versehen verstellt letztens beim Ton. Mist, ey. Okay, Darth Sidious. Der Imperator übrigens. Okay. Ja, was muss ich jetzt machen da? Ach so, auf den Imperator zurücksteuern. Oh, die sind aber gut drauf hier. Hui, der mit seiner Energie da. Boah, ey, der mit seiner Kohle. Also, der ist ja der stärkste von allen. Darth Sidious. Ach, seine Energie ist gefährlich. Ja, besiege das hier jetzt. Okay, und wie? Meister Yoda, hier gibt es nichts für euch. Okay, wie lange geht das noch? Nur einen Moment. Er lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Ach so, jetzt, wenn er seine Energie aufgebraucht hat. Wie stark der ist, ey. Ich
Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Okay, ich habe ihn erwischt. Da hinten kriegt er wieder Besuch. Nö, der Hund, der könnte ja mal alleine gegen uns kämpfen. Hier, da hinten schon wieder Gesellschaft. Zum Glück ist das Lego. Aber wie der Zusammensetzung gut ist. Boah, Junge. Jawoll, gibt's ihm. Jodi. Ihr seid kein Gegner für mich, Meister Yoda. Mal sehen, die Jedi werden. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann richtig bewegen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns zwei. Boah. Euren neuen Schüler etwas leichtfertig sein mag. Wie auch euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht. Oh, 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 oh. Der geht aber gut ab, das Idiot. Ganz und gar nicht. Oh, der macht uns aber hier fertig. Ihr macht mal richtig mit. Fliehen, verstecken, abdecken. Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Wups. So, dann machen wir die mal hier fertig. Wie gesagt, früher Freund, jetzt Feind. Oh, noch eine. Ah, herrlich. Und jetzt müssen wir da irgendwie hinfliegen, oder was? Taifu, eure Unterstützung, ich brauche. Ah, hier draufstellen? Dann müssen wir mit ihnen hier dran gehen. Jetzt kommt wieder irgend so ein komisches Rätsel. Aber das ist aber auch so schwer. Wow, also da qualmt jetzt richtig man hier davon. Eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut, nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. So, da spielen wir natürlich die Yoda weiter. Weil wenn man schon die Chance hat, mit Yoda zu spielen, dann sollte man auch den Yoda verwenden. Nee. Oh, 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 seine Energie wieder. Oh, Jos, das geht ab, ey. Hä, ich kann gar nicht springen. Oh, jetzt geht's wieder zur nächsten Plattform. Mit seiner Umgebung er geworden ist. Oh, dann haben wir wieder Besuch von unseren Ex-Freunden. Hier, la. Jawoll. Yoda, gib's ihm. Oh, der ist schon wieder ab, der Schisse. Oh, 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 jetzt kriegen wir den Angriff. Jetzt hat er hier die Order 66 ausgerufen, aber die haben mich doch die ganze Zeit schon angegriffen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Und jetzt? Noch mehr Gegner, oder was? Truppen, schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Okay, also weitermetzeln. Was unheimlich Spaß macht mit dem Laserschwert, die Typen da auseinanderzunehmen. Und liebe Kinder, diesen Figuren passiert natürlich nichts. Die fahren alle unten in eine Lego-Kiste und dann werden sie irgendwann wieder zusammengebaut. Ja! Ist ja auch ein Ego, gell? Jetzt geht's wieder ins Eingemachte. Oh.
Oh oh. Oh nein. Au, das hat weh getan. Ein Ton ist weg. Was ist denn da los? Ich hoffe, dass ihr was hört. Ich weiß nicht, warum der Ton weg ist. Aber muss gleich mal in Ruhe gucken. Nach dieser Folge. Heute das Ganze freigeschaltet da. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Seid wachsam. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Daher ist jetzt wieder. Wow, okay. Der Anfang war ja ein bisschen ein Reinfall mit diesen Statuen da. Ich dachte, da passiert was. Aber Richtung Ende wurde mir ja belohnt mit einem fulminanten Feind gegen Darth Sidious, den Imperator. Und er hat schon von Darth Vader gesprochen. Und unsere Ex-Freunde, die Klonsoldaten, sind jetzt unsere Feinde. Ja, ja. Und jeder, der kein Star Wars kennt und weiterhin Lust hat zuzugucken, und die, wo Star Wars kennen und möchten weiter zugucken, lade ich recht herzlich ein, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Also, tschö mit Ey!